Um die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Pandemie zu beleben, will die Bundesregierung etwa 23 Milliarden Euro für Klimaschutz und Digitalisierung ausgeben. Das hat das Kabinett beschlossen. Das Geld kommt aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Er wurde im vergangenen Sommer ins Leben gerufen und umfasst insgesamt 750 Milliarden Euro. Davon gehen die größten Anteile an die von der Pandemie besonders hart betroffenen Länder Spanien und Italien. So soll sie aussehen, Italiens Zukunft. Gesponsert von der EU. Unter anderem mit Hochgeschwindigkeitszügen soll das Land modernisiert werden. Auch in Kinderkrippen, Kliniken und neue Energien will Italien die bis zu 190 Milliarden Euro aus Brüssel investieren. Unser Wiederaufbauplan ist nicht nur eine Liste von Zahlen und Projekten, er ist Zukunft für uns Italiener. 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen vergibt die EU insgesamt, 338 Milliarden davon als Zuschuss, als Geschenk sozusagen. Die größten Empfänger sind Spanien mit 70, Italien mit 69 und Frankreich mit 39 Milliarden Euro. Deutschland bekommt rund 26 Milliarden. Das ist eine Jahrhundertchance für Europa. Das ist ein historischer Moment. Die Europäische Kommission wird darauf achten, dass die Pläne den gemeinsamen hohen Ansprüchen genügen. Entsprechend betonen heute auch Deutschland und Frankreich bei der Vorstellung ihrer Pläne, wie sehr sie in Digitalisierung und Klimaschutz investieren. Was sie weniger betonen, sind grundsätzliche Reformen, obwohl die eigentlich Bedingungen sein sollten, damit die Milliarden fließen. Wir wissen, dass wir in Frankreich eine Rentenreform brauchen. Aber wir müssen damit warten, bis die Corona-Krise vorbei ist. Schnell Geld ausgeben oder streng sein. Die EU-Kommission muss entscheiden. Wenn die beiden größten Mitgliedsländer bei der Umsetzung des Plans schwach sind, kann man auch schwerlich anderen Ländern das vorhalten. Hunderte Milliarden Euro, um die EU moderner zu machen. Ende des Sommers soll das erste Geld fließen. 4 Tage und Nächte haben die Regierungschefs im vergangenen Juli um die Corona-Hilfen gestritten. Das Ergebnis sei schnell, ehrgeizig und groß, erklärten sie hinterher. Doch Geld ist noch immer nicht geflossen. Reformehrgeiz hat offenbar nicht mehr oberste Priorität. Und was die Größe angeht, wirken die EU-Hilfen mittlerweile weniger riesig, verglichen etwa mit den USA.